So versaust du deine Sprungtechnik erst recht. Ihr habt den Titel des Videos gesehen. Herzlich willkommen erstmal. Und ich möchte heute mit euch besprechen und euch Techniken und auch Übungsstrategien zeigen, wie ihr wirklich eure Sprungtechnik verändern könnt. Weil da liegt auch der Hund begraben. Wir sind jetzt hier im Bikepark. Man hat ganz normal ein Table. Und wenn wir jetzt als Fahrtechniktrainer mit unserem Analyseblick so ein bisschen beobachten, sehen wir halt, wie die meisten das Ganze springen. Und es liegt daran, dass sie quasi eine Technik, die sich am Anfang angewöhnt haben, die am Anfang recht sicher war und sich gut angefühlt hat, quasi mit dem Tempo der Strecke den Kicker mitnehmen und ein bisschen wegdrücken, dass man nicht zu wild hoch und schief springt oder so, dieses klassische Bewegungsmuster. Das wird immer wieder wiederholt, immer wieder wiederholt. Und dann fällt es natürlich erst recht schwer, auf das aktive Abspringen zu wechseln. Das ist für viele natürlich ein Ziel. Und ihr könnt hier sehen, typische Merkmale, der Table wird am Ende immer steiler, hat eine richtige Lip, eine Absprungkante. Und hier ist einer, der aber dafür nicht so mega viel Weite benötigt. Das heißt, man kann sich ganz gut an die Technik herantasten. Das Ziel von ganz vielen Leuten, die jetzt schon ein bisschen im Bikepark fahren, ist, dass sie lernen, aktiver abzuspringen. Also sich mit dem Sprung aufzurichten und mehr Pilot statt Passagier zu sein. Und was man ganz klar sagen muss, leider fehlt bei den meisten die Motivation oder vielleicht auch das Wissen, wie können sie das so machen, dass sie das aktiv üben, weil wenn man auf den Sprung zufährt, dann würde man normalerweise immer automatisch das machen, wie man es bisher gemacht hat. Also wie man quasi schon seit Anfang an solche Sprünge fährt. Also wenn man drauf zufährt, normalerweise würde das Gehirn immer die Technik abrufen, die sich schon als sicher erwiesen hat, die man schon häufig gemacht hat, wahrscheinlich hunderte Male schon. Und dann fällt es natürlich ganz schwer, nur mit dem Gedanken im Kopf, ah, eigentlich will ich doch jetzt aktiv abspringen. Sobald das Rad dann in den Abschwung geht, macht man in der Regel dann doch irgendwie das, was man bisher gewohnt ist. Oder man mischt das so ein bisschen durcheinander. Viele machen zum Beispiel, die wollen eigentlich sich strecken, strecken sich aber dann viel zu früh. Und wenn das Rad über die Kante geht, das Hinterrad, dann sind die Beine doch wieder stark gebeugt. Und dann fragt man sich, okay, wie kann ich das jetzt eigentlich lernen, aktiv abzuspringen? Ich könnte euch in typischer YouTube-Tutorial-Manier jetzt sagen, ich habe die richtige Technik für euch und so lernst du sie in 2 Stunden. So läuft es natürlich nicht. Ich möchte euch jetzt 2 Techniken zeigen, die absolut gut sind, die man halt sich in seinen Handwerkskoffer als Fahrer halt einbauen kann durch Üben. Und zwar einmal das eher passive Fahren, also mit mehr Geschwindigkeit und ein bisschen den Absprung wegdrücken, dass man halt nicht zu weit springt. Das ist im Bikepark oft sehr, sehr gut, weil wenn man in jedem Sprung mit dem Tempo der Strecke abziehen würde, würde man oft viel zu weit springen. Die andere Variante ist, dass man doch aktiver abspringt und das braucht man auch häufig im Bikepark, weil manchmal hat man in der Anliegerkurve so ein bisschen Tempo verloren und dabei ist wichtig, sich aufzurichten. Ich zeige euch jetzt mal 2 Varianten, Timing und Technik. Und dann möchte ich noch sagen, wie ihr das zu Hause oder auf euren Homespots üben könnt. Du fährst mit recht hohem Tempo auf den Table zu, Blick voraus, normales, ausbalanciertes Stehen. Wenn du den Absprung triffst, machst du die Arme und Beine etwas weicher, um den Absprung zu mindern. Das heißt, dass du nicht so weit hinausgekickt wirst. Das kannst du Step by Step üben und dann wirst du merken, dass du dann schneller wieder auf den Boden kommst. Du fährst mit solidem Tempo auf den Table zu. Entspannte Haltung. Kurz vorher senkst du deinen Körperschwerpunkt, dadurch komprimiert sich das Fahrwerk, du richtest dich auf. Wenn dein Hinterrad die Kante verlässt, sind die Beine durchgestreckt und du wirst merken, dass du mit dem Rad noch höher fliegst und in eine gute Flugkurve kommst. So, liebe Leute, es liegt an euch. Mich interessiert, übt ihr Radsprünge oder seid ihr schon voll confident, dass euer Handwerkkoffer da groß ist, dass ihr verschiedene Techniken habt? Oder habt ihr da noch Ziele, euch da zu verbessern? Schreibt bitte mal in die Kommentare, dass wir mal so ein bisschen ein Bild davon bekommen, wie es hier bei den Zuschauern ist. Genau, und es liegt an euch. Natürlich, einen Fahrtechnik-Kurs zu machen, ist super gut, um die aktuellen Baustellen zu sehen in der Videoanalyse, Feedback vom Trainer. Aber ihr müsst natürlich auch zu Hause aktiv üben und nur alle paar Wochen einmal am Wochenende im Bikepark reicht natürlich nicht. Da kriegt ihr nicht genug Wiederholungen, um euch neue Bewegungsmuster anzutrainieren. Genau, ich bin mal auf eure Sprunggeschichte jetzt gespannt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!